So, hallo, wir machen weiter bei dem Hack, dessen Namen ich nicht aussprechen. Ach ja, First Cochupodorado aussprechen kann. Und das letzte Mal haben wir. Ich sehe, wir sind auf jeden Fall in der zweiten Welt. Wait, warum bin ich nicht in der zweiten Welt? Da sind wir irgendwo. Wir. Nee, halt. Nee, wir sind doch fertig. Ich bin da lost. Ich hab doch gestern oder irgendwann habe ich doch schon den nächsten hier vorbereitet. Ich bin ja komplett lost. Da, genau, Xan. So, hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Hack. Wir spielen Salavias Adventure. Das scheint ein Hack zu sein, genau. Entweder für oder von. Weil hier steht es PyTroll Presents. Ich dachte jetzt, das ist für diesen YouTuber PyTroll. Ich lese mal kurz vor. Also der Macher ist Maxwell Hex. So. 36 Exits hat das Ding, Standard Hard. Und er schreibt: PyTroll, a well-known YouTuber and streamer, was about to start a new livestream. But he realizes his camera is gone. While searching on his room, a message appears on his computer. It was a hacker who stole his camera in revenge for mistreating her. PyTroll decides to go after the hacker logging into his computer and going through all his installed games to access the internet and be able to go to Japan, the headquarters of the Canon Company. Also, vielleicht kriegen wir die Story auch in dem Hack nochmal erzählt, aber es scheint um diesen YouTuber zu gehen. Und es wird so eine Reise durch verschiedene Spiele anscheinend sein. Ich bin sehr gespannt, wie es umgesetzt ist. Es klingt halt ziemlich cool. Gucken wir mal, was daraus geworden ist. Auf. Wieso steht da jetzt auch eine 17? Wenn ich Empty öffne, bin ich dann gut? Sieht gut aus. TT. Tutumerdinia. Yeah, one more livestream to begin. Gonna make everything to be. Ah, das ist jetzt die Geschichte, okay. Also dann ist das da oben der Typ. Dieser YouTuber, dieser Streamer. This time will be in horror theme. I will turn off the lights. I think today I will play Sonic.exe. I already know what I will hear. PyTroll, where is Mario Maker? Wait, what happened? There's a message popping up on my computer. From mysterious hacker to PyTroll. I've got from your room the perfect weapon for combat. Das ist gutes Englisch von dem Hacker auf jeden Fall. Your contempt for something so good disgusts me. Come get if you dare. Ha. Okay. Wait, where's my camera? Ah, who would steal something so bad? Die Kamera ist weg. Oh nein. Hey, der Patrol. What? Wilson? Wer immer das ist. Ah, ein Undertale-Musik. I know who is. Several times I had to get into the games world and so are you. Okay, Wilson, but how do I will enter on my. Ist es Englisch? Like that. Hey, that hurts. Okay, er kickt ihn einfach in den PC rein. Da unten ist das Bild. Und damit sind wir dann jetzt als Patrol offensichtlich. Der hat obenrum nichts an. Alles klar. Oh. Das war tatsächlich eine coole Animation. Ach so. Okay, das ist ein hautfarbenes Oberteil. Okay, cool. Und jetzt sind wir tatsächlich in so einer Art Computerwelt, wo wir verschiedene Spiele also durch. Wo Was? Oh mein Gott, ich kann die Feuerblume aufladen und dann schießen. Was ist das denn, Sickes? Bam. Nice. Oh.
Ich will das wieder haben. Gib mir das. Ach so, jetzt ist das nur... Ah, der Benzinkanister ist einfach nur der Pilz. Okay, da oben ist ein Mond. Aber wie komme ich da ran? Wait, what? Wait. Wie komme ich an den Mond? Ist eine Feder irgendwo? Oh. Hä, aber ich kann nicht fliegen. Die hat jetzt... Hä, die hat gar nichts gemacht, die Feder. Huch. This is the power of jump twice in a row. Ach so. Jetzt geht's wieder nicht. Jetzt schon. Ah, ich muss die einsammeln, dann kann ich zweimal springen. Okay. Okay, meinetwegen. Ah, ich brauche die sogar, um hier hochzukommen. Deswegen ist das Fragezeichen zum Resetten dann da. Ich verstehe. Ist da oben irgendwas? Ah, da hätte ich... Ach so. Ach so. Oh boy, nicht, dass ich hier... Okay, okay. Ich kann... Ach, auf den Dingern kann ich auch stehen. Okay, haben wir noch? Haben wir noch? Wir haben noch Feder. Oh. Wait, muss ich jetzt... Ne, da muss ich von oben rum wahrscheinlich hin. Ah ja. Dann gehen wir so rum. Ach, da ist ja sogar... Games. PyTroll enters his computer to get your camera back. Ach so, meine jetzt. Jetzt ist es meine. Ah ja, finde ich gut. Er holt meine Kamera zurück. That the power from Xalabias be with you. Ja, ja, das Englisch ist großartig. New SMB. Okay, ich kann nichts auswählen. Ich muss eine feste Reihenfolge spielen. Ist ja auch klar. Also es ist ein zusammenhängender Hack. 36 Exits. Und offensichtlich geht es durch ganz viele Spiele durch. Ich bin gespannt, wie sie umgesetzt sind. Also das ist New Super Mario Bros. Dup, dup. Die Musik passt schon mal. Die ganzen Insider, die natürlich jetzt YouTube-Insider sind, werden wir natürlich nicht verstehen. Wie zum Beispiel, warum das so Benzinkanister sind, die der Pilz sind. Das hat sicherlich irgendein Insider von dem PyTroll-Typen. Okay. Ah, ich kann ja gar nicht doppelt springen gerade. Jetzt kann ich jetzt wieder doppelt springen. Und dann muss ich aber gucken, dass ich die Feder immer schön behalte, sonst kann ich nicht mehr doppelt springen. Das wäre ja schlecht. Yoshi Coins, ja. Yoshi Coins scheint es keine zu geben. Zumindest bisher sehe ich keine. Also entweder ich habe alles verpasst oder es gibt nichts zum Einsammeln. Ah, das war ein Leben jetzt, okay. Aber ich glaube, es gibt einfach nichts zum Einsammeln. Oh. Oh, wait! Aha! Die Frage ist, ob es sowas wie Secret Exits gibt. Oh, das tut weh! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Ich bin ganz leicht verstört. Jetzt hat sich das nächste geöffnet. Also das haben wir jetzt. Sehe ich irgendwo, ob es einen Secret Exit gibt in den Level? Man weiß es nicht so genau. Gut. Project 64.exe. Da spielen wir erstmal Super Mario 64 offensichtlich. Huch. Welcome to Peach's Castle. The guy that says Mama Mia isn't here right now. Das ist ja schade. Kann ich ihn auch so an... Ja, okay, den muss man einfach berühren. Okay. Got it. Bam, 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 bam. War sein guter Port, aber von dem
von dem Peach Castle Thema. Da ist nichts, okay. Lass mich in Ruhe. This smiling coin will keep you at this point. Ah ja, das ist ein Midway Point, okay. Oh, ich habe meine Shell verloren. Okay, da ist eine Tür. Aber es geht auch weiter. Ich gehe erstmal in die Tür. Level im Level? Kann mit ihm nicht interagieren. Er ist nur ein Bild. Kann ich das kaputt schießen? Nein. Also das ist einfach da. Hua! Okay, die Dinger... Ja gut, die sind auch irrelevant. Die tun mir hier nichts. Oh! Ich meine, höchstens kann dort... Na, was könnte rauskommen? Eine Feder wahrscheinlich, ne? Also mit dem kann ich jedenfalls nichts machen. Ja, kommt einfach eine normale Feder raus. Okay. Aber jetzt haben wir noch eine Feder in der Box. Das ist ja auch nicht verkehrt. Siehst du? Genau deswegen. Aber jetzt ist da ein Level im Level, oder was? Ist dann das Project 64 einfach ein riesiges Level mit mehreren Unterleveln? Oder? Auf jeden Fall cool. So, mit ihm kann ich auch nicht... Oh mein Gott, lass mich in Ruhe. Okay, da gibt es eine neue Feder. Beziehungsweise eine für die Box. Okay. Da kann ich hoch. Komme ich auch hoch? Soll ich auch hoch? Geh trotzdem kurz... Okay, hier geht's nicht weiter. Ich muss da sogar hoch, okay. Wait. Stopp. Okay, hier ist nichts weiter. Das heißt, der Stern ist mein Ziel hier. Zack. Completed. Aber es ging doch noch weiter da nach hinten. Warum kriege ich immer zwei Sterne? Ja, Momo. Cuphead? What? Was wird das hier? Okay, jetzt rennen wir nochmal hier durch. Und gehen dann mal hinter dem Midway Point weiter. Gucken, ob wir da noch in eine andere Richtung kommen. Das war vor allem jetzt, wo ich das sehe, das war überhaupt nicht weit bis zum Midway Point. Lul. Lul, das kam mir vorhin viel weiter vor. Okay. Aber ich, guck mal, hier geht's doch noch in alle möglichen Richtungen. Ja, okay. Also ich will auf jeden Fall hier hoch dann. So. Dann will ich hier rüber. Okay. Hui. Wait, das ist das, wenn man nach oben guckt, dann kommt man in ein Level rein, ne? Ah, muss ich wahrscheinlich auch nach oben gucken. Ha! Lul. Oh Gott, jetzt ist das dieses Ding. Oh, das ist diese Steuerung. Oh mein Gott. Jetzt kann ich... Oh mein... Jetzt gibt's doch wieder Yoshi-Coins. Ach, du grüne Neune. Habe ich dann im ersten Level einfach alles verpasst oder gab's da keine? Oh. Ich weiß halt nicht, ob ich, wenn ich getroffen werde, ob ich dann die Flügel verliere oder. Deswegen bin ich da gerade extremst vorsichtig. Okay, das waren alle. Wieder completed. Ja. Alles müssen wir uns jedes Mal angucken. Ich kann das nicht, ich kann da nichts drücken. Ich könnte vorspielen im Emulator. Und wieder zwei Sterne. Was heilen wir? Aber es war tatsächlich ein Secret Exit. Ist das nicht dieses komische Spiel, was HF gespielt hat mal im Stream? Dieses richtig furchtbare?
dieses richtige Trash-Game, meiner Ultra-Adventure oder so, wo man im zweiten Level so eine Rutsche rutschen musste und der hat es einfach nicht geschafft. War das nicht dieses Spiel? Ach, wo gehen wir denn jetzt hin? Gehen wir Cuphead? Gehen wir meiner Ultra oder beenden wir den Part und überlassen das im nächsten Part? Nein, komm, Cuphead schauen wir uns noch an. Okay, keine Cuphead-Musik. Das ist schon mal schade. Aber natürlich Cuphead-Stimmung. Aber was für eine Cuphead-Stimmung. Cool. Ich glaube, irgendwann habe ich schon mal eine Art Cuphead-Level gespielt, oder? Bin mir nicht mehr sicher. Okay, hier gibt es auch Yoshiko. Habe ich vielleicht im ersten Level alle... Wow. Bist du ein Mole? Ja. Okay. Das Ding, die Dinger sind Mole. Das, oh mein Gott. So ein Midway Point wäre jetzt ganz cool. Wie? Hä? Wo ist mein Mole? Ah. Alter. Das war knapp. Da ist meine letzte Yoshi-Coin. Dann haben wir alle 5. Das ist ja schon mal was. Da ist mein Midway Point. Yay. Und jetzt? Okay. Muss ich auf die drauf? Ist das wie... Ja. Ist das im Endeffekt einfach eine Art Dings? Ach Mist. Ja, eine Art... da oben steht praktisch so ein... Oh, wie heißt die denn jetzt wieder? Oh, ich treffe nicht. Nicht Birdo. Wie heißt denn dieses... Doch, das Viech heißt Birdo, ne? Diese lila Dino-Dame da. Ich glaube, das heißt Birdo, das Ding. So eine Art ist das. Nicht ganz, aber so eine Art. So, dann mache ich mich hier wieder groß und dann kann ich da wieder hin. Okay. Was ich gelesen habe, es gibt zwei Endings und es hängt davon ab, wie viele Schalter man ausgelöst hat. Also Es gibt vier Schalter. Halt diese typischen Switches, ne? Wow! Okay, einmal wahrscheinlich noch, wenn es drei Hits sind. Oh mein Gott, ich treffe mich. So, aber hier kann er mir nichts. Das war im Cuphead ein bisschen schwieriger. Nee, es war noch nicht alles. Okay, 4 Hits. Mein Gott, was ist das für ein Hack? Aber ich glaube, da kommen noch interessante Sachen. Vor allem, da ist man halt jetzt immer gespannt, was so die nächsten Level einfach zu bieten haben. Jetzt kriege ich nur einen Stern. Was immer das heißt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was erwartet uns hier alles noch? Also das gefällt mir. Aber wir spielen das nächste Mal erstmal meiner Ultra. Und dann geht's wahrscheinlich von hier aus eh nach oben zu Undertale zurück. Lol. Ich frage mich jetzt halt nur, ob man hier irgendwas hätte einsammeln können. Aber ich habe keine Yoshi-Coins gesehen in dem Level. Und es wird auch nirgends angezeigt, ob man sie hat oder nicht. Also, ich glaube, so wichtig ist es nicht. Wir werden sehen, was uns hier noch erwartet. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.